Ranhild Heck ist jetzt mit ihrem geliebten Mann vereint. Dieter Thomas Heck, römisches Kreuz 80, verstarb im Jahr 2018 an den Leiden einer Lungenkrankheit. Nach dem Tod des Moderators lebte seine Frau zunächst in Spanien, doch im Sommer vergangenen Jahres soll sie nach Deutschland zurückgekehrt sein. Berichten zufolge soll die Partnerin des Schlagersängers anschließend in einem Seniorenheim gelebt haben. Jetzt ist Ranhild verstorben. Wie Bild erfahren haben will, ist Ranhild im Alter von 79 Jahren gestorben. Dies bestätigte Dieters Sohn. Es wird berichtet, dass sich ihr Gesundheitszustand in der vergangenen Zeit verschlechtert haben soll. Ranhild soll im Rollstuhl gesessen haben und schwächer und vergesslicher geworden sein. Weitere Informationen sind bisher nicht bekannt. Dieter und seine Ranhild waren von 1976 bis zu seinem Tod im Jahr 2018 verheiratet. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter. Wie Bild berichtet, war Ranhild 2007 an Brustkrebs erkrankt. Dieter soll seiner Partnerin in dieser schweren Zeit zur Seite gestanden haben.